Ah, hallo, da seid ihr schon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Besoffen Kochen mit Andi und Armin. Armin hat er gesagt. Hä? Habt ihr das gehört? Hat er Armin gesagt. Yeah, Armin ist der Kameramann, ihr wisst schon Bescheid. Leute, auf vielfachen Wunsch zweier Personen, der eine hieß, glaube ich, Lothar aus der Facebook-Gruppe, aber das tut hier nichts zur Sache. Und der andere ist auch völlig egal, kochen wir euch heute was richtig, richtig Geiles. Und wir haben auch was gelernt aus unseren beiden Videos. Im Abspann gibt es die ganze Zutatenliste und so, weil ich weiß ja jetzt noch gar nicht, was ich alles so benutze. Deswegen ist es immer völlig doof, wenn ich euch gleich sage, schaut mal hier zum Beispiel. Also ich weiß, die habe ich im Kühlschrank gefunden, sind nicht mehr knackfrisch, sind von vorgestern. Machen wir aber rein in die leckere Kartoffelsuppe. Kartoffeln, natürlich nicht nur drei, wir haben nachher, die sind noch alle unterm Tisch. Wir brauchen etwas Schweinebauch. Schweinebauch. Ich bin schnell heilbar. Wir haben etwas Lauch. Wieder irgendwelches undefiniert, also Rettich und keine Ahnung. Das braten wir einfach nur an und wir haben ein paar Karotten. Und wir machen damit, liebe Leute, heute die Da ist doch schon wieder jemand am Masturbieren, Alter. Ja, wo? Okay. Leute, zu einer ordentlich deftigen Kartoffelsuppe brauchen wir erstmal einen Topf. Das ist das Gute. Im Wohnmobil nur ein Topf und nicht mehr dieses ganze Plümpf zum Abspülen. Da regt sich nur der Armin auf. Ihr erinnert euch noch? Regel 1, 2, 3. Regel 1. Fenster aufmachen. Einmal da. Einmal hier. Regel Nummer 2. Dunstabzugshaube anmachen. Lasse ich aber während den Dreharbeiten aus, weil sonst hört ihr mir nicht. Ihr mich nicht. Und Regel Nummer 3, ihr merkt, ich habe schon ganz viel. Alkohol. Heute gibt es den leckeren... Wir haben ja Ausgangssperre, wir können gar nichts dafür. Es gibt ja nichts. Du musst ja kriegen, was du nimmst. Du musst ja nehmen, was du kriegst. Kinder. Zumindest trinken Bello sauber. Also... Etwas Öl, dann hier, ich weiß nicht, wie viel sind das, 200 Gramm, 300 Gramm? Ja, 300, 400, ja. Nee, 400 sind es nicht. Ah, warte mal. Eine Packung hat, glaube ich, 100. Es sind 200 Gramm. 200 Gramm von diesem Schweinebauch, merkt ihr, ich bin dünner geworden, kommt jetzt direkt hier rein. Oh, es zischt noch nicht, schade, ich habe jetzt auf so einen Zischeffekt gehofft. Ja... Das packen wir auch gleich wieder weg. Der Armin muss immer korrigieren. Das soll auch gerade auf der Flamme sitzen. Also wirklich gut. Ja gut. Das da können wir gleich wieder wegpacken. Feuerzeug ab in die Schublade. Das macht nämlich ich nie. So. Und in der Zwischenzeit. Oh, der Schweinebauch. Brutzelig wird. Er muss nur ein bisschen schmelzen, er muss ein bisschen braun werden, nicht schwarz, einfach nur ein bisschen anrösten. In der Zeit zeige ich euch mal Zwiebeln. Ne? Wir müssen ja Zwiebeln pellen quasi, also schälen und würfeln. Dann nimmt man einfach so ein Tuch und macht dann hui und schon sind die Zwiebeln geschält. Ist das nicht geil, Kinder? Weil die kommen jetzt, das sind zwei Zwiebeln, ihr habt ja gerade gesehen, waren ja zwei Zwiebeln. Zumindest. Umrühren. Olivenöl mit Speck und Schinken riecht ohnehin schon mal schweinegut. Badum. Ja. Und da kommen jetzt auch gleich die Zwiebeln rein. Also Zwiebeln auch direkt mit rein. Gut, und ich brauche jetzt so 4-5 Minuten.
und währenddessen der Schweinespeck und die Zwiebeln schon mal schön andünsten im Olivenöl, zeige ich euch, wie man aus einer Kartoffel kurz feine Würfel machen könnt, nicht müsst. Wir müssen, ich muss hier. Guckt mal, Kartoffel hinlegen und dann einfach ein Zaubervorhang davor, jawohl. Und hey, nicht masturbieren, ich hab's doch am Anfang schon gesagt. Alter, ihr seid solche Schweine. Zumindest passt auf. Ich roll den Vorhang wieder zurück. Und was sehen wir hier? Einen ganzen Topf geschnittene Kartoffeln. Und Leute, es ist wichtig, dass die Kartoffel klein geschnitten ist. So wie die Möhren. Darf ich wieder rauskommen? Du sollst... Hast du schon... Schaut mal, es nimmt langsam Farbe an und man sieht auch schon mal, hier, schaut mal, es setzt auch schon leicht am Topf an. Aber das ist nicht schlimm, man muss das nachher nicht wegputzen. Ich zeige euch, was das Geheimnis ist. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit den Kartoffeln. Schaut mal hier. So sieht das jetzt unten im Topf aus. Schon ein bisschen angebrannt. Seht ihr, oh, es ist ganz schwierig. Und vor allen Dingen, es riecht schon völlig lecker. Das heißt, wir kommen gleich zum nächsten. Wir müssen noch den Lauch schneiden und die Bohnen schneiden. Und ein bisschen ablöschen mit allem. Oh, der ist ja auch schon leer. Kinder, passt mal auf, ich gebe mal kurz ab zum Armin. Andi. Ja, gut, dass du mich daran erinnerst, Armin. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal die Bohnen geschnitten. Hui! Und Wasser aufgesetzt und das ist schon fertig. Und dieses kochende Wasser, 1 Liter, schütten wir jetzt hier rein. Yeah! Wunderbar. Und wir tun noch dazu ein Brühwürfel, und zwar ein Gemüsebrühwürfel. Wir hätten auch die Brühe selber machen können, aber... Wir kommen ja zu nichts dank der Corona-Krise. Man muss ja gucken, was man kriegt. Das war wie damals in der Ostzone. Zumindest haben wir jetzt hier noch einen Brühwürfel drin. Hoi. Und jo, ich gebe mal ab zu Armin. Armin? Andi. Gut, dass du mich dran erinnert hast, Armin. Wie du siehst, habe ich jetzt mittlerweile schon den Lauch geschnitten. Yeah. Und hier sieht es immer noch... Schaut mal hier rein. Es bilden sich langsam leckere Duftstoffe und es sieht auch ganz langsam aus wie Kartoffeln mit Möhre und Wasser und ein bisschen Fett. Und jetzt, liebe Leute, Nummer 2 ist auch schon leer. Jetzt machen wir tatsächlich eine kleine Pause. Schigibua. Das geht jetzt so 10 Minuten circa. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Schigibua. 10 Minuten halte ich das gar nicht aus ohne Alkohol. Armin. Ja, dann nimm gleich die nächste Flasche. Gut. Also Tetrapack. Danke. Hey. Gut. Hey. So, und jetzt haben wir uns erstmal einen fetten Dübel. Ja, aber ich würde jetzt eine andere Frage stellen, dann kann man mehr Zeug reinnehmen, oder? Was für eine Frage? Was für eine Frage willst du stellen? Weiß ich nicht. Was anderes? Alter, was ist denn dein Statement dazu? Hä? Also ich würde dazu sagen, dass jeder, der einen... Duft von dieser leckeren Suppe überhaupt nehmen würde, würde diese Frage nicht einmal mehr stellen. Denn dann würde er bemerken, dass diese Suppe wabelhaft ist. Ich stehe schon. Also, was fehlt dir noch? So viel Glück, der musste raus. Potsau, so eine Potsau, oder? Alter, das ist doch voll die Potsau. Das ist natürlich und normal. Wir brauchen Pfeffer. Du Hämorrhoidenpritsche, du. Winselstute. Braucht Pfeffer? Da darf man auch nicht so arg sparen. Eben sind Kartoffeln
Ah, so. Kartoffeln übrigens, nur für alle, die nicht kochen können. Kartoffeln saugen Salz wie Sau. Wenn du eine... Allgemeingewürze. Wenn du zum Beispiel ein Kartoffelgratin machst und du schmeckst die Soße ab, muss die versalzen sein und ziemlich verpfeffert. Nicht so arg wie versalzen, aber verpfeffert. Und wenn du das dann über die Kartoffeln rüberschüttest, und das hier ist ja auch nur eine Kartoffelsuppe. Deswegen ruhig ein bisschen mehr Salz. Hier, ich nehme noch extra Salz. Wir haben ja erst einen Brühwürfel drin. Und 200 Gramm Speck. Aber schaut mal. Hopsa, das ist zu viel. Schaut mal hierher. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir machen das jetzt so. Das sieht aus wie Koks. Was? So. Ich mache jetzt erstmal, das war jetzt 3/4 circa. Das da hier tue ich. Ich ziehe es mir in die Nase. Ich lege dem Armin hier so eine Leine. Warte, pass mal auf. Schaut mal. Ich habe es auf den Teller gemacht. Und jetzt hat der Armin eine Nase, Kinder. Und ich rühre so lange erstmal die Gewürze ein. Ah, und wir müssen auch noch, passt mal auf, ihr könnt noch, Armin, bevor du gleich... Du Schlundgier, du Schlundgier. Es ist doch nicht mehr fassbar. Zumindest, die Kartoffeln sind noch nicht durch. Die sind noch nicht durch. Man kann das testen, beispielsweise mit einem Messer. Eigentlich müsste ich reinstoßen. Ja, guck mal. Es gibt noch einen Widerstand, aber sie sind kurz vor fertig. Wenn das Messer... die Kartoffel loslässt, sind die Kartoffeln fast durch. Die Bohnen brauchen nur ein paar Minütchen. Also kommt die jetzt auch rein. Und der Lauch auch. Du Semmelstoppelschnitte. So, und der Lauch, wie der Armin sagt, auch. Wir hatten das ganze Bier. Du kannst doch das Bier wenigstens wegpacken, Alter. Ich habe schon ein paar Dosen weggeschmissen. Hui. Und jetzt noch einmal rumrühren. So richtig. Die Bohnen müssen schon unter Wasser. Und schaut mal, das ist nur 1 Liter Wasser. Ich glaube, wir brauchen dann nachher vielleicht noch mehr. Aber bis dahin sehen wir uns gleich nochmal. Ach, Kinder. Das kribbelt ganz schön in der Nase, gell? Das Salz ist widerlich. So. Deckel drauf. Flamme auf ganz klein. Komm her, komm her, komm her, komm her. Guck mal, ganz kleine Flamme. Guck mal da rein, Alter. Vor die kleine Flamme, Alter. Ganz klein. Wenn ich es noch kleiner mache, bei uns übrigens, dann ist aus. Nochmal zum Vergleich. Passt auf. Siehst du es, Armin? Ja. Läuft das Band? Ja, doch. Groß? Man hört es auch. Hört mal hin. Ich höre übrigens immer noch die Vorhaut schwabbeln. Gucken. Hallo Leute. Wie ihr seht, habe ich Regel Nummer 3 völlig perfektioniert. Man sieht auch Regel Nummer 4, der Jolli. Welcher Jolli? Es gibt kein Jolli. Es war ein Dübel. Ja, Dübel. Schätzelein. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Pfeffer, welches wahrscheinlich rein muss. Aber wir probieren erstmal. Achtung, ich muss mal in die Schublade mit dem Probierlöffel. Hui. Sieht aber wahnsinnig lecker aus. Es riecht auch sehr lecker. Das kannst du ruhig auch so lange sagen, Herr Kameramann, wie ich jetzt puste. Ja, ist auch lecker. Ihr seht auch jetzt, die Konsistenz ist auch schon besser geworden. Ändert jetzt mehr an die Suppe als davor. Ja, aber du hast recht. Nein, du hast nicht recht. Was jetzt? Sollen wir noch... Bevor ich Pfeffer reinschütte, sollen wir noch zwei Chilis rein. Ja, wieso nicht? Kinder, passt mal ganz kurz auf. Ganz kurz. Ich weiß, das geht von alles von meiner Zeit ab. Ach so, oder nur eine? Weil beim letzten Mal ist ja auch, haben wir nur eine reingemacht, okay, und die Suppe wurde scharf. Passt mal auf, wir haben hier, oh, schaut mal, Kinder. Die sind sowas von heftig und lecker. Bei mir brennt es schon etwas in der Gosch, beim Armin nicht, aber...
Und auch die Kerne, das ist scheißegal. Da gibt es immer so blödes Geschwätz von diesen Starköchen nach dem Motto, die Kerne, die machen... Die Kerne sind die schärfsten Sachen davon. Also wenn man die Kerne nicht reinmacht, dann es brauchst du das ganze Ding nicht reinmachen. Alles rein, ja, dann braucht man nämlich auch keine Chili, wenn man sie nicht reinmacht. Das ist nur ein bisschen Farbe dann sonst. Und, ein bisschen und Farbe brauchen wir hier eh nicht. Wir haben, nein. Schaut mal, wie bunt das ist, Kinder. Voll schön. Wir müssen nachher diese Lorbeerblätter, guck mal, eins kann ich schon mal rausmachen. Ja, die schmeckt man schon gut raus. Eins, aua, 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 aua. Eben. Und wenn wir jetzt noch das zweite und das dritte finden, dann machen wir das jetzt auch schon raus. Nee, das ist es nicht. Wenn aber nicht, dann kann es auch derjenige am Teller rausmachen. Auch wenn das nicht so gut ist, weil... Dann wird es bitter, Kinder. Wie man es isst, ist doch egal, ob es... Ja, nee, wenn es zu lange drin bleibt. Ja. Aber schaut mal, die Farben. Und auch die Karotte. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Messer... Wie lange hat es jetzt gekocht, Armin? 20 Minuten? Guck mal. Ich hätte gesagt, halbe Stunde oder so. Achtung, 3, 2, 1. Fast. Fast. Aber es ist das auch liegt klein. An Regel Nummer 3. Aber es ist... Das war gerade ein großes Stück, kein kleines Stück. Armin, der redet wieder voll. Außerdem ist das Messer groß, es hat eine Oberfläche, was halten kann. Ja, durch eben. Die Suppe. Ja, eben. Ja. Zumindest mache ich jetzt den Herd schon mal aus. Dreh das Gas ab. Ich wollte gerade sagen, ich mache auch noch die Dunstabzugshaube aus. Aber die hatten wir ja beim Dreh-Dingsbums gar nicht so lange an. Und wenn wir uns jetzt gleich wiedersehen... Dann mit dem leckeren Teller voller Kartoffelsuppe. Ui, und es wird so lecker werden. Kinder. Oh, ich weiß, ihr habt gerade etwas gewartet. So 2 Sekunden mit schwarzem Bildschirm. Und in Wirklichkeit sind, Armin, wie viel? 5 Minuten? Ja, das, nein, 10 ja. Minuten. 10 Minuten vergangen. Und schaut mal her, schaut mal her. Jetzt nur zur Deko, Kinder. Schaut mal. Da steht auf Spanisch Petersilie drauf. Und jetzt auch so ein bisschen. Weil frische haben wir noch nicht. Und? Was sagt ihr? Ah. Ist es nicht herrlich? Herrlich. Herrlich. Gut. Und jetzt. Zu mir. Geschaut, Kinder. Oi. Nur so ein Spritzer reicht. Ja, warte, ich bin... Ja, nicht auf dem Löffel. Doch, ich mische es ja mit dem Löffel. Das giltet nicht. Das giltet nicht. Doch, das machen, wie ich möchte. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns. Und wir wünschen einen guten, ich muss das mal so ranzoomen, weil ich habe hier ein Ladekabel dran. Oh, Leute, schaut.